Nur weil du dich immer Doggy irgendwo hinlegst und dich prostituierst, brauchst du nicht meinen, ich wäre der Hund hier. Wie legt man sich denn Doggy irgendwo hin? Herzlich willkommen hier bei den Teenagers from Mars. Heute wieder Rock of Ages 3, diesmal aber wieder in getrennten Räumen, weil der Philipp hat sich lange nicht gewaschen. Deswegen werden wir den Philipp gleich abziehen, also ich und meine Persönlichkeit. Ich habe den Simon einfach rausgeschmissen. Ging mir auf den Sack, der Junge. Der hat so viel Essen geschnorrt und trinken, als ob der Junge nichts verdient. Also so drückt schön den Abo-Button, damit er auch Geld verdient, ja? Richtig. Irgendwann müssen wir leben von dem Abos. Scheiß. Abos brauchen wir. Abos. So, ich würde sagen, wir gehen rein in die Sache. Wir suchen heute wieder Community-Level und mal gucken, ob da ein paar Vernünftige dabei sind. Und let's go. Du bist ja ein Schwein. Aber ich bin voll groß, oder? Das passt ja zu mir. Ich habe mal ein bisschen angepasst. Bei mir bist du gleich groß. Echt? Bei mir war der Kopf gar nicht zu sehen. Es ging nur bis zum Hals. Kackspiel. Okay. Nein, das Spiel ist nicht buggy. Schmutz. So. Jetzt habe ich eigentlich ein Schaf als Symbol. Ah, weil du langsam bist. Oh Gott, da sind nur diese... Ich sehe da schon wieder diese komischen Tröten da, ey. Geil. Ach du Scheiße. Boah, das ist aber geil. Ey, das ist richtig gut. Okay. Boah, du buggst voll, wenn du drin hängst. Oh, nicht dadurch. Ja. Kann man durch Bäume? Oh, 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 oh. Ui. Ey, das ist aber richtig gut. Ja, das ist nicht schlecht. Also, muss ich wirklich sagen. Das so ein bisschen wie... Ah, ich bin raus. Okay. Hast du auch keine Musik? Ich habe keine Musik. Doch, ich habe Musik. Nee, ich habe keine Musik. Oh, nicht bremsen! Nein. Schrei doch nicht so. Ah, ich bin total raus. Kann man hier irgendwie ein bisschen rauszoomen? Ah, haltet die Klappe, ihr Missgeburten. Mit wem redest du? Ah! Ich sehe nur deinen Namen fliegen. Mann, ich bin ja schon... Ey, wieso steigt... Der lässt mich in meine falsche Richtung einsteigen da. Diesmal haben wir auch begrenztes Leben, ne? Alter, Gesundheit, ey. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Ah, okay. Jetzt habe ich auch gemerkt. Boah, das ist aber richtig anspruchslos. Anspruchsvoll. Danke. Das ist voll lang, das Level. Ich habe das Wort gefunden jetzt. Durch deine Hilfe, ich danke dir. Manchmal braucht man auch mal Hilfe. Gerne, Alter, auch wie lang reden. Ist das Level? Ey, Digga, wie lang ist das Level? Ey, Digga, keine Ahnung. Ey, Digga. Kommst du aus Hamburg oder was? Ey, Digga. Ich bin Hamburger Jung, Junge. Ja, moin. Ich esse gern Hamburger. Ja, moin. Du isst doch Schokoriegel, haben wir im letzten Video gesehen. Ja. Ganz geheim. Du schiebst eine Banane irgendwo hin. Echt? Könnte man das sehen im Video? Scheiße. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das ist der andere Kanal, den wir mal... Philipp, wo bist du? Ich bin hinter dir. Mit der Banane in der Hand. Ja. Mann, ich habe keine Musik. Das stört mich. Das hört sich so an, als ob ich alleine bin hier. Daran wird's liegen. Ich höre mich immer nur schreien. Das Level war geil, aber ey, hallo. Es ist ja hallo. 4 Kilometer weit. Schlecht, ja, das ist schon... Ja, das ist schon an... Boah, geil. Ich hier durch. Aber wenn du an dem Ding nicht durchkommst und hängen bleibst, dann buggt's. Boah, hier ist heftig, weil du so rausfliegen kannst. Wer buggt? Ist das eine Bäckerei hier, oder was? Nur weil du keine Ahnung hast von Computerspielen und... Deswegen spiele ich PlayStation. Nein, nicht schon wieder runterfahren! Redewendung heutzutage. Buggen. Gibt's eine Redewendung Buggy? Heutzutage? Junge, Alter, du bist 55 Jahre alt. Nein. Ich wollte gerade sagen, deine Mama ist 5, aber das stimmt ja wahrscheinlich sogar. No front! Sagt man ja auch so heutzutage. No front, bitches. Dafür bist du bist der Gesichtsälteste. Was? Du bist der Gesichtselfmeter unter uns. Einfach nur zum Drauftreten. Oh nein, ich dachte, ich häng... Bleib hängen, ey. Ja, du bist hängen geblieben im Leben. Das ist mein Spruch. Ich weiß, da komme ich, hallo. Ja, ich weiß auch nicht, werd in die falsche Richtung gesetzt, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, bist hängen geblieben. Hä?
Aber was hat denn jetzt? Wieso bin ich denn nicht gesprungen? Ja, super. Aus Gründen. Aus Gründen, ja, Simon. Das aus Gründen. Level ist gut durchdacht, auf jeden Fall. Da muss man jetzt erst Anlauf nehmen. Oh, jetzt sind wirklich die anderen schuld. Simon, wo bist du? Simon, wo bist du? Ich hab die Eigentlich war ich vor dir. Die Schafsbank. Aber das war. Also, ich muss ja sagen, das Spiel ist noch sehr buggy und deswegen konnte ich leider nicht mit dir mithalten. Daran lag's. Ja. Was soll ich dir sagen, ne? Wir müssen gar nichts. Das wird uns allen gut tun. Den Zuschauern und mir. Nein, ich häng schon wieder. Also ja, im Spiel, nicht im Leben. Halt die Fresse. Hey, warum diese Schärfe? El Caliente! In erster Linie, ne, bin ich Mensch. Deswegen du bist in erster Linie ein Hund, ey. Ich höre mal Gebelle bei dir im Hintergrund. Das ist doch dein Wolfsrudel. Nur weil du dich immer Doggy irgendwo hinlegst und dich prostituierst, brauchst du nicht meinen, ich wäre der Hund hier. Wie legt man sich denn Doggy irgendwo hin? Da brauchst du aber nochmal Sexualkunde. Nee, hatte ich auf unserer bischöflichen Schule genug. So, jetzt legen wir uns alle mal Doggy hin. Aber. Nein, das macht er jetzt. Komm, ich mach dich zum Messdiener mit dem Mittelscheitel. Ey, das nimmt wieder einen ganz falschen Drall hier. Was ist das? Einen Drall habe ich auch mit dem Ball. Ich häng wieder an derselben Scheißstelle und jetzt bin ich gleich kaputt. Ja, du hast gewonnen, komm. Ja, und er dreht wieder in die falsche Richtung. Ich also, seh deinen Namen noch. Kann festhalten, cooles Level. Cooles aber Level. Noch nicht 100% perfekt. Einmal fahren reicht aber dann auch. Ja, Glückwunsch, Glückwunsch. Gönn ich dir. Du bist einfach der bessere Stein. Danke. Bitte. Spaghetti. So, dann geht's mal los, ne? Hast du schon meinen blauen Irokesenstrich gesehen? Ich bin voll hart im Leben. Ich mach dir gleich einen Strich durch die Rechnung. Wie so ein mega langweiliges Level hier, da passiert ja gar nichts. Doch, da die Spaghetti auf der Bahn hier. Wo? Ach so, oh, lecker. Oh. Ja, das ist richtig langweilig, das Level. Ich bin in die Soße reingefallen. Ich auch. Das sieht irgendwie eklig aus, oder? Setz mich schon wieder falsch rum rein hier. Hätte ich das mal nicht gesagt, dann hätte es das nicht gecheckt. Nee, hätte ich auch nicht. Hey, jetzt muss man hier springen, oder was? Geht nicht. Alter. Hey, was soll das für ein Scheiß? Alter, wieso können die keine. Die ohne Scheiß, ne? Die Entwickler sind zu geizig, um Level zu bauen, weißt du? Und machen das bei der Community. Die Community ist einfach. Da sind aus Zweijährigen, die Levels bauen wie. Beschränkte Leute. Oh, da muss aber überlegen jetzt. Ganz besondere Menschen, meine ich natürlich. Oh, ich bin im Ziel. Ich bin im Ziel. Ja, super. Gott sei Dank, dann haben die Scheißbahn gleich hinter uns. Ich glaube, nächstes Mal bauen wir einfach eigene Level. Apropos beschränkt. Die einzige Hürde war dieses fucking Trampolin da. Und dass er uns immer wieder falsch auf die Bahn gesetzt hat. Das stimmt. Aber hier ist auch Spaghetti. Spaghetti! Was soll das heißen? Hier ist auch Spaghetti. Ja, Spaghetti ist hier. Oh, ey. Komm, jetzt. Ich will mir den Sieg noch holen. Ja, komm. Philipp gönne ich gar nichts. Gönn doch mal. Nö. Boah, ich hab's geschafft. Nix. Bleib doch noch mal hängen im Leben. Oh, ich bin da. Oh, ich bin drüber gefahren. Bin da. Ich hab ein paar Jungs mitgenommen. Oh, ich hab ein paar Zuschauer mitgenommen. Ist das schlimm? Ja. Nee, davon haben genug. Entschuldigung. Abo. Abo. Ja, wenn ihr kein Abo da lasst, dann überfahre ich euch auch mit so einem Felsen. Also Abo da lassen. Ansonsten geht's richtig einfach die Omme. Da kommt der Simon wieder mit seinem Sack voller Murmeln. Ja, wird richtig schön mit Murmeln gespielt. Zwei Stück. Zwei Murmeln sind da drin. Fand ich jetzt nicht so witzig. War von mir auch nicht so gemeint. Aber.
Ja. Oh, da war Soße. Auf deinem Murmeln. Boah, jetzt bin ich aber hier mega gut durchgekommen. Hab ich jetzt Schwung gegeben? Nö. Deine Schweine im Hintergrund husten. Der ist auch ein richtiges Schwein, weil der versaut mir die Aufnahme! Boom! Jawoll, hab ich doch gewonnen. 1A, ja, gewinnen. Jetzt kannst du gar nicht stolz sein, dass du in so einem grandiosen Level mit Spaghetti hast du gewonnen. Du bist ja auch der größere Esser von uns beiden. Oh, ich hab auch jetzt richtig Hunger. Gourmet, jetzt Entschuldigung. Gabel packen hier so. Gustav. Ja. Gustavo. Ich würde sagen, das war's heute für bei Rock of Ages 3. Ich habe irgendwie heute Sprachprobleme. Aber ist auch egal. Ist hier vorbei. Deswegen, lasst ein Abo da, gefällt mir. Und für den Philipp einen Daumen nach unten. Und... okay. Weil er mit Schwung kommt, so. Über uns seht ihr die neuesten Videos, alten Videos. Und ich würde sagen, bis demnächst. Haut ihr rein. Ciao. Völlig lost, der Junge. Die neuesten Videos. Tschüss.